Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir haben jetzt offensichtlich die Charles Dickens Klamotterie komplett abgeschlossen, hoffe ich. Keine weiteren Charles Dickens. Doch, da ist noch einer. Sprungfeder-Jackgürtel, okay. Aber wir haben doch schon den Dingens, warum sollten wir jetzt noch welche machen? Haben wir da noch welche? 3 von 3. Da waren keine. 1 von 1. Okay, dann ist das die letzte. Dann machen wir die jetzt mal eben. Ich bin gerade etwas verwirrt. Vor allem, dass man das so schnell abschließen kann. Und dafür so eine geringe Belohnung bekommt. Das finde ich irgendwie strange. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Bug. Irgendwie wird dieses Spiel gerade ziemlich trocken, wenn man diese ganzen Nebenmissionen macht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dann jetzt so schwer tue, das zu kommentieren, weil eigentlich, eigentlich hatte ich immer recht Freude daran. Der Schrecken von London. Gürtel, Sprungfeder-Jack-Gürtel. Okay. Vielleicht geht es ja doch noch weiter mit den Belohnungen. Ja, komm. Gott sei Dank sind Sie hier. So unmöglich es auch scheinen mag. Sprungfeder-Jack ist wieder da. Wir müssen etwas tun, bevor das Undenkbare geschieht. Er sagte ja, dass wir wieder von dem Sprungfederschurken hören würden. Vielleicht steckt mehr dahinter als gedacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Könntest du bitte mal richtig laufen und nicht so langsam... oder dich wenigstens entscheiden, ob du rennst oder gehst? Halt dich fern von mir! Ah, hi. Stopp! Komm. War klar. Da musst du schon deutlich früher. Ja, bin dabei. Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Du bist vor allem gleich sehr tot, mein Freund. Ich bin der Schrecken von London. Wie ist der denn bitte so schnell darüber gekommen? Wieso wartet er jetzt auch noch auf mich? Ich bin ein Gespenst, welches das Werk des Teufels auf Erden vollbringt. Ich streife schon lange durch die Straßen Londons. Ach ja? Den Boden nicht berühren. Ja, wir arbeiten dran. Niemand ist vor meinen schrecklichen Klauen. Deswegen hast du gerade auf mich geschossen, wegen Klauen und so. Ist klar, Digga. Wiederholst dich. Ein Schrecken in der Nacht. Hä? Ah, hi. Ich bin der Schrecken von London. Ach, Gott, lass dir doch mal was Neues einfallen. Welches das Werk des Teufels auf Erden. Ach ja. Kann ich jetzt irgendwie mal darüber? So? Nee, lass mal los. Lass los! Mein Gott. Diese Steuerung manchmal, ne? Soll den Boden nicht berühren und den Typen umbringen, oder was? Ich streife schon lange durch die Straßen, London. Ist das so?
erzähl mir doch mal zur Abwechslung was Neues. Ach, das zählt hier nicht als Boden, oder was? Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Glück gehabt. Kann ich den jetzt einfach nicht umbringen oder so? So ganz simpel? Ich darf ihn ja noch rammen, ne? Stimmt ja, umbringen war ja nicht. Oh, ganz schön weite Strecke, die sie jetzt hier rumkatapultiert. Aber nun gut. Wenn sie meint, dass dem so richtig ist. Ich hab's kapiert. Schrecken in der Nacht. Kann ich jetzt bitte da hoch? Danke. Ich bin der Schrecken von London. Aha. Das heißt, die Kugel kam erst bei mir an und danach kam der Schussknall. Nee. Ach, jetzt darf ich ihn töten. Zieht ihr doch eh nicht durch, der zieht ja eh wieder eine Granate oder sowas. Sag ich doch. Ja, sieht momentan aber eher so aus, als würde ich dir ein paar auf die Nuss geben. Au. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Das ist unmöglich. Sprungfeder Jack wird niemals sterben. Ach ja? Wie oft müssen wir den jetzt eigentlich noch jagen? Der geht mir den langsam auf den Keks. Dank Ihnen ist der Ruf des Ghost Clubs ins Unermessliche gestiegen. Wir sind ein Leuchtfeuer der Vernunft in einer Welt, die dem Aberglauben verfallen ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch einen echten Geist getroffen. Sind Sie ganz sicher? Das ist die Frage. Man kann mutmaßen, dass die Geister, die uns heimsuchen, nichts anderes sind als eine Manifestation. Der ist nicht Manifestierung? Schade. Ich wollte schon immer einen Geist sehen. Oder einen Kobold. Darauf lass uns trinken. Auf den Ghost Club und die tapferen Zwillinge, die ihm halfen. Miss Evie und Mr. Jacob. Cheers! Was ist jetzt mit Sprungfeder-Jack? Darf ich den jetzt endlich umbringen? Sprungfeder-Checkgürtel. Kann der irgendwas? Inventar. Schüttel, Konturen umhängen. Ach, Gürtel hat sie gar nicht, ne? Stimmt, die hat ja nur er. Gucken wir doch mal, ob das irgendwas für ihn bringt. Sprungfeder-Checkgürtel. Level 9. Das ist natürlich geil. Was kann der so? Verteidigung, Schleichen. Läuft bei ihm. Was haben wir denn noch so bei Gang-Upgrades? Für 8000. Wobei, ich glaube, ich nehme erstmal das. So, haben wir jetzt noch irgendwo ein Charles Dickens-Gerät? Eher nicht so, ne? Aber wir können jetzt mal...
Tja. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. So. Sagt denn der Tacho? Der Tacho sagt, wir haben noch 10 Minuten. Attentatswand zugreifen. Sequenz 4, Sequenz 8. Machen wir einfach mal Sequenz 8, wenn wir das können. Machen wir das einfach mal. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Eine Dinner-Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Was mich jetzt aber mal so interessiert ist, wieso wir jetzt auf einmal hier schon direkt die höhere Mission machen können. Ich brauche einen kleinen Rat. Ja? Locken Sie Ex-Verfolger zurück in den Zug, okay. Lohnt sich jetzt nicht so unbedingt, finde ich, von den Werten. Ich hab dich schon gesucht. Dürfte ich jetzt vielleicht einfach mal aussteigen. In den letzten Tagen, als ich meine Runden drehte, da lief mir plötzlich so ein Schwachkopf hinterher. So ein dürfte ich jetzt... Boah. Der hat nichts Gutes im Sinne. Ich sag dir was, mach wie immer deine Runde. Wenn er auftaucht, behalte ich ihn im Auge. Wenn wir zurückkommen, ziehst du ihn in den Zug. Okay, Spiel hängt. Jetzt haben wir die scheiß Nebenmission getriggert, weil ich da nicht runterspringen konnte. Danke, Assassin's Creed. Danke. Den Treffpunkt erreichen. Wo ist denn hier bitte jetzt der Treffpunkt? Wir sind hier. Ah, da. Okay. Dann können wir doch auch... War ja nicht mehr irgendwo ein Aussichtspunkt? Oder müssen wir jetzt einfach im Zug warten, bis es... Okay. Das heißt, wir dürfen jetzt hier abgammeln, bis wir da sind, oder was? Und solltest du nicht eigentlich in der Lok sitzen? Das nur mal so als Frage. Alles auffüllen kostet mich 600 irgendwas. Okay, alles auffüllen. Ah, Schatzkarten. City of London. Die braucht man nämlich noch für später. Können wir jetzt hier nicht einfach mal nach oben? So. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Hier sind wir. Okay. Kann ich jetzt immer noch nicht schnell reisen? Nö, kann ich nicht. Müssen wir jetzt echt die ganze Zeit warten, bis der Zug da endlich angekommen ist? Immerhin haben wir eine Schlepptender-Lok. Immerhin. Du brauchst ja nicht anhalten, die Markette. Du hältst den Betrieb auf. Nur mal ehrlich, Digga, wie schaffst du es hier, den Zug zu führen und gleichzeitig Kohle reinzuschaufeln und Wasser? Und wer hat denn bitte solche Gleise gebaut? Packst du doch am Kopf. Ich meine, dass die nicht so hundertprozentig gerade sind, nehme ich ja in Kauf, aber der knickt da? Ich bitte euch. Jetzt müsste man eigentlich vorne auf die Lok und mal gucken, ob die, ob das Schnaufgeräusch der Dampflok auch synchron mit den Kolben ist. Wenn nicht,
Bad Shop, Ubisoft. Bad Shop. Wenn doch, Great Shop. Kann ich jetzt immer noch nicht schnell reisen? Nö. Ja, da macht es keinen Sinn auszusteigen, weil der Zug ist schneller als wir zu Fuß. Oder mindestens oder genauso schnell. Soll ich jetzt großartig sagen? Wir fahren Zug. Wuhu! Scheiße. Ja, 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 Hier war doch noch irgendwo eine goldene Kiste, ne? Wo sind die? Da hinten. Die können wir aber eben noch auf die Schnelle holen, würde ich sagen. Ja, komm, spring, spring! Was auch immer da drin ist, das ist bestimmt wertvoll. Ja, so geht's natürlich auch, aber naja, was soll's. So, wundert euch nicht, meine Tonspur ist, oder mein Aufnahmeprogramm hatte sich verabschiedet. Und an dieser Stelle haben wir dann halt leider keine Kommentarspur, deswegen lege ich hier gerade noch ein bisschen nach. Ich springe jetzt da runter auf die Dampflok oder an die Dampflok und werde mir dann mal die Treibräder angucken und werde dann verblüffend feststellen, dass diese Dampflok weder Triebstangen noch Kolben noch sonst etwas hat. Weder innen noch außen. Also great job Ubisoft. Danach folgt gleich ein bisschen Standbild, aber keine Angst, das habe ich mit dem Schneideprogramm halbwegs hingekriegt. Das geht dann ein paar Sekunden nach dem Standbild regulär weiter. Also ja, keine Sorge. Es ist vollkommen okay. Nein, wie sage ich das jetzt? Also nach dem Standbild geht's weiter. Okay. Meine Aufnahme hängt gerade, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das Programm ist jetzt nicht abgeschmiert. Nee, doch, gut, passt. Alles okay, läuft wieder. Warum immer der komische Hänger da war, kann ich jetzt nicht erklären. So, und warum konnten wir da jetzt nicht, hinreißen? Warum fährt die jetzt langsamer? Agnes, so, und jetzt? Sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Alter, ganz sicher? Fett. Sicherer geht nicht. Alter, das ist doch doppelt so breit wie der Kerl. Aha. Da ist er. Der Gauner. Ja, wieso? Ich hab doch gerade oben angedockt. Ja, entspann dich. So. Verstecken Sie sich vor jemandem?
Das ist eine sehr gute Frage. Was machst du? Was hast du vor? Den Verfolger verfolgen. Ja, das ist natürlich auch schön doppelt gemoppelt. Oder im Wortspiel, wie auch immer. So wie der Jäger zum Jagen. Was macht der Mann da, Mama? Er steht wahrscheinlich auf unsere nette Zugführerin und möchte sie vergewaltigen. Du blöder Schwachkopf! Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaube, sie ist in einem Zug! Klingt nach den Bastarden, die Kaloch besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, die schalten wir aus. Okay. Da ist sie ja. Die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird. Interessant. Und so schnell wurde es dann doch wieder ein, alle Scharfschützen per Luftattentat. Wo ist denn... Ah. Oh, 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 oh. Fuck, 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 fuck. Alter, ist das stressig. Alter, stresst mich doch nicht so hier. Ja, das eine noch ein Luftattentat war, das war aber mehr als Glück. Agnes, ist alles in Ordnung, Liebes? Geschafft. Natürlich. Warum auch nicht? Dir ist eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Warum weiß die Alte das? Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Um welchen Bahnhof geht's denn? Um diesen? Vor allem, sie muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Jetzt ist es nur noch der Bahnhof erreichen. Das heißt, die Entwickler suggerieren gerade, die Alte ist sowieso so viel langsamer, weil sie so unbeweglich ist, dass das überhaupt keine Herausforderung darstellt und du einfach nur da sein musst, weil du bist so oder so schneller. Es ist manchmal sehr interessant, was manchmal so quasi zwischen den Zeilen ausgesagt wird. Wie, die drei? Mehr ist das nicht? Okay, es sind 7. Haben wir noch was? Ach, da kommen noch ein paar. Verstehe, verstehe. Hi! Bring ihn um. Nein, ich bin gerade beschäftigt, die Alte umzubringen. Tut mir leid. Aber du kannst dich gerne hinten anstellen. Ich habe für euch alle irgendwas. So ist es ja nicht. Ich bin ja schon fast so Combo. Ja. Nein, das will ich da gar nicht. Schmeiß weg, die Alte.
Ich gerade sagen, ich krieg ja schon fast so Kombo-Serien hin wie mit so Jacob. Dazu. Und nun, was wird aus dem Typen, der Agnes verfolgt? Wie wär's mit umbringen? Das klingt für mich nach einer legitimen Maßnahme. Oh, ich stelle gerade fest, wir sind vollends in die Überlänge gerasselt. Wer bist du? Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen, jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Interessant. Aber die Folge, die war echt, was Timing angeht, krass. Muss ich zugeben. So, während der hier lädt, Nigel steckt wieder in der Scheiße. Doch, noch eine Mission? Nee, lass mal mit dem. Zu viel Ass. Damit beende ich die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Assassin's Creed, wo wir dann endlich mal eine der großen Hauptmissionen machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann, euer Wolfgang Kapit. Ciao, ciao.